Geplatzte Ventile oder undichte Leitungen. Passiert das nach Feierabend oder an einem Wochenende, sind Sie zur Stelle. Patrick Wild und Sönke Kalk vom Handwerkernotdienst Hamburg. Es ist Samstag, 13 Uhr. Die erste Meldung: Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus. Das Wasser läuft bereits durch die Decke in die darunterliegende Wohnung. Die beiden Profis müssen die Ursache schnellstmöglich finden. Guten Morgen, die Handwerker-Notdienstzentrale. Da wollen wir mal gucken, was bei Ihnen los ist. Und wir sind ja dann dahin und haben uns dann auch gleich diese Küche vorgenommen, weil es war also augenscheinlich schon zu sehen, dass die gesamte Wand nass war. Das ist ja schon alles Schimmel, ne? Mhm. Da steht richtig das blanke Wasser unten. Ich hole den Koffer hoch. Hol mal den Koffer hoch. Hinter dem Küchenschrank unten stand schon so ein bisschen Wasser. Wir haben so Salzausblühungen gehabt. Daraus konnte man schon resultieren. Das ist schon ziemlich lange, weil Salzausblühungen, die hat man nicht von heute auf morgen. Damit Patrick den Schaden besser einschätzen kann, muss schon mal die Küchenverkleidung dran glauben. Vermutlich ist die Wandscheibe, die hier hinter sitzt, wo das Ventil reingedreht ist, undicht. Deshalb ist das Wasser schon in die Wand reingelaufen. Man kann es hier hinten hinter, deshalb breche ich hier gerade mal das Brett weg, was wir hinterher neu machen müssen, schon sehen, wie das Wasser, blanke Wasser hier unten auf dem Fußboden draufsteht. So, folglich können wir auch davon ausgehen, dass das Wasser schon in den Estrich reingelaufen ist, je nachdem, wie lange das ist. Und deshalb kommt es auch unten bei dem Mieter eine Etage tiefer schon durch. Doch um eindeutig die eigentliche Ursache für den Wasserschaden zu finden, muss Sönke die gesamte Leitung freilegen. Das bedeutet, der Putz muss runter. Und dann hat Sönke einfach mal den Hammer geschwungen. Und was hast du da festgestellt? Dass die Leitung eigentlich soweit in Ordnung ist, aber dass die das Eckventil so angeknallt und da so reingezogen haben, so doll angezogen haben, dass man es gar nicht mehr lösen konnte. Deshalb mussten wir das kurzerhand die Wandscheibe abschneiden und haben dann einfach eine Kappe draufgepresst und müssen dann die weiterführenden Arbeiten am Montag machen. Was kannst du jetzt hier da genau erkennen zum Beispiel? Also hier kann man schon mal dran erkennen, dass hier auf jeden Fall schon mal Grünspan sich eingesetzt hat. Das heißt, das lief auf jeden Fall länger. Ob das jetzt genau hier ausgetreten ist, das weiß ich, kann ich so nicht sagen. Man könnte es jetzt abdrücken dafür mit Hochdruck, aber bei so einem Bauteil, das lohnt sich gar nicht. Der Aufwand her ist zu hoch dafür. Durch das zu feste Zudrehen ist die Wandscheibe gerissen. Das abgeschnittene Kupferrohr muss neu verlegt werden. Keine Aufgabe für den Notdienst. Wir lassen das jetzt übers Wochenende so. Sind Sie Montag im Hause zwischen 8 und 10? Dann machen wir das so, dass ich danach zur Arbeit gehe. Ja? Ja. Und dann können Sie Montag wieder das Kaltwasser in der Küche benutzen. Mhm. Und jetzt erstmal heute und morgen nicht mehr. Eigentlich hätte ich schon fertig gekocht und wir wären schon zum Sport gefahren und heute Abend bei Freunden gewesen, aber die Freunde fallen heute aus. Zumindest kommt der Vermieter für den Schaden auf. Wie groß der allerdings ist, müssen die Männer vom Handwerkernotdienst erst noch feststellen. Denn in der darunterliegenden Wohnung ist auch bereits Wasser eingedrungen. Seit wann? Seit wann? Seit heute. Heute Morgen habe ich das entdeckt. Okay. Die Monteure sind skeptisch. Wirklich erst heute Morgen? Weil mich wundert das, diese gelben Flecken, die sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass das schon ein bisschen länger ist. Mhm. Also, die sagen, es ist erst heute Morgen. Also ich habe das erst heute Morgen entdeckt. Kann natürlich sein, dass es vielleicht irgendwie schon sagen, vor ein paar Tagen war. Halt, dass es vor ein paar Tagen schon war. Ne? Ja. Weil es ist halt, wie gesagt, diese gelben Flecken deuten halt, sind halt ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es schon ein bisschen länger ist. Das Wasser hat sich gesammelt, ist nach unten durchgelaufen. Es war nicht mal nass, es war nur feucht. Wir haben das nochmal gekennzeichnet, ob das größer wird. Dann kann der Betroffene uns anrufen. Die ganze Geschichte trocknet ab, wird Luft getrocknet. Und in 14 Tagen, 3 Wochen kann der Maler rein, macht das alles wieder schick. Und dann ist der Fall erledigt. Ich bin halt einfach nur froh, dass wir jetzt irgendwie keine Gerätschaften haben, die 24 Stunden lang permanent laufen müssen. Also daher passt das schon. Ist ein bisschen ärgerlich, dass man dann die Handwerker in den nächsten Tagen im Hause hat, aber lässt sich nicht ändern. Hamburger Gelassenheit eben. Trotzdem, für die einen noch ein schönes Wochenende, für die Handwerker harte Arbeit. 600 Noteinsätze fahren Patrick Wild und Sönke Kalk im Großraum Hamburg pro Jahr. Diesmal müssen die Monteure zu einem Friseursalon. Die Heizung macht Zicken. Die Chefin des Salons hat die Profis gerufen. Meine Heizung ist kaputt. Okay. Leider lässt sie sich nach einer Woche nicht mehr ausschalten. Also ich habe letzte Woche angemacht und der Heizkörper ist jetzt wie auf Stufe 3 und heizt die ganze Zeit, obwohl sie ausgestellt ist. Meckert aus warm. Ja, das ist angenehm. Ist angenehm warm, ne? Welcher Heizkörper ist denn das? Der hier vorne. Genau. Nee, der kleine hier vorne. Das ist natürlich für einen Friseursalon schon mal ein unheimlich schlechter Zustand, weil wenn die noch ihren Föhn anmacht und so, da fangen die Leute ja an zu schwitzen. Es sind halt Heizkosten. Ich meine, ich heiz halt Tag und Nacht, ist die Heizung permanent an und das ist rausgeschmissenes Geld, wenn hier keiner ist. Also manchmal kann das sein, dass die Ventile, wenn die jetzt über den Sommer aus waren, dass die festsitzen. Okay. Na, in der Regel ist es dann allerdings so,
dass der Heizkörper ausbleibt. Hier ist der Heizkörper jetzt an. Es kann auch sein, dass der ganze Kopf hier kaputt ist. Das müssen wir gleich mal gucken. Schnell wird klar, das Heizungsventil ist defekt. Genauer, der Ventilteller am Heizkörperventil ist durchgebrannt und schließt nicht mehr. Und dieses abzustellen, müssen wir den ganzen Strang abstellen, damit wir das Ventil rausdrehen können. So, war im ersten Step nicht machbar, weil wir sind in den Keller runtergegangen, es sind keine Ventile da gewesen. Wir haben zwar festgestellt, dass ein Rohrleitungssystem vorhanden war, aber das ist irgendwie durch die Wand und in irgendeinen anderen Raum gewandert. Wir brauchen im Endeffekt erstmal eine Absperrung, dass wir überhaupt den Heizkörper oben erstmal totlegen können. Es gibt eventuell drüben welche, die nur diesen Laden hier ausschalten, sag ich mal. Es kann aber auch sein, dass wir das ganze System runterfahren. Für Patrick Wild und Sönke Kalk beginnt jetzt die Detektivarbeit. Im Keller des Nachbarhauses müssen sie nach einer Leitung suchen, die zum Heizungssystem in den Friseursalon führt und dem dazugehörigen Absperrventil. Ha. Ha. Guck mal. Siehst du, um die Ecke, sag ich doch. Ja, und dann haben wir hier schon Ende im Gelände, weil das ist der Bäcker, der mit drauf ging. So, dann machen wir mal was anderes. Soll ich mal Klong Klong machen oben? Wir müssen ja immer sehen, dass wir den Leitungsweg verfolgen können. Wir mussten das Ventil versuchen zu finden. Das haben wir mehr oder weniger auch getan und wir haben es auch gefunden. Ich bin ja nach oben gegangen, hab an der Leitung geklopft und Sönke konnte genau unten direkt darunter sehen, wo das Rohr durch die Wand gekommen ist. Ist es das nun oder ist es das nicht? Wäre das Klopfen viel weiter entfernt gewesen, wären wir an der falschen Stelle gewesen. Man kann es immer sehr schlecht lokalisieren. Das Problem, das gesamte Haus ist an ein sogenanntes Fernwärmesystem angeschlossen. Alle Wohnungen und Geschäfte in dem Komplex hängen sozusagen an einer Leitung. Wir haben zwar da vorne Absperrventile, nur das Problem ist, wenn ich die jetzt einfach zudrehe, dann habe ich auch das Ladengeschäft daneben gleich mit abgeklemmt. So, wenn ich denen jetzt einfach sage, ja, ihr habt übers Wochenende keine Heizung und das ist ein Bäckereibetrieb, die bringen mich um. Weil die brauchen das am Wochenende. Die haben Bäckerei und Kaffee mit drin, soweit ich weiß. Da muss es warm sein, sonst gehen die Leute ganz schnell wieder raus. Und das können wir nicht machen. Das Problem, stellt man das Wasser kurz ab, bleibt in vielen Wohnungen Luft in den Leitungen und es kann nicht mehr geheizt werden. Um die Leitungen zu entlüften, braucht es aber Zeit. Das Ventil muss definitiv ausgetauscht werden. Ja. Wir haben jetzt noch mal drüben im Keller geguckt. Wir haben ein Ventil gefunden, da hängt aber auch der Laden nebenan mit dran und die Wohnung darüber. Okay. In Anbetracht der Tatsache, dass es dieses Wochenende kalt werden soll, würden wir das auf Montag verschieben. Kann man nichts machen, muss man aussitzen, aber Hauptsache ab Montag läuft das dann wieder normal. Ja, und Heizkosten? Gut, ja, kann ich mich vielleicht mal bei der Verwaltung melden, die mir da entgegenkommen würden. Aber ansonsten ja, lässt es sich ja nicht ändern, lässt sich ja nicht erzwingen. Ich will ja auch nicht, dass die ganzen Mieter übers Wochenende kalte Füße kriegen. Man kann dann sagen, okay, im Sommer mach die Fenster auf, lass ordentlich Durchzug. Im Winter kann das natürlich auch ein Vorteil sein, wenn die Hütte nämlich gar nicht warm wird. Dann wird sie dann auf jeden Fall warm. Aber ansonsten, man muss immer so ein bisschen Rücksicht auf den Kunden nehmen. Man ist eigentlich dann gar nicht da. Man ist so der gute Geist, der nicht zu sehen sein sollte. Mehr können die Männer vom Handwerkernotdienst hier erstmal nicht machen. Den Rest der Arbeit erledigen ihre Kollegen am Montag.